hier durch. Es geht jetzt die Dorfstraße live hier im Labyrinth des Weißen. Des Weißen Palast hier, des Griechen. Herzlich willkommen wieder bei der Dorfstraße. Wir sind jetzt hier in unserem Hotel in Naxos. Und was ich jetzt hier im Kühlschrank habe, ist einmal ein fermentierter Trauben-Orangen-Fenchel-Saft. Der riecht schon sehr streng nach Fenchel. Aber ist richtig lebendig und bitzig schön. Hört ihr das? Dann haben wir hier einen fermentierten Tomatensaft. Der bitzelt schon sehr stark. Kann ich euch gerade zeigen. Richtig schön am Arbeiten. Ihr seht die ganzen Luftbläschen dort. Und ich mach diese Fermentation erstmal warm. Und danach lagere ich die kühl, aber die arbeiten trotzdem weiter. Kreta in Griechenland. Und was ihr hier gerade seht, ist ein Johannesbrotbaum, Brotkernbaum oder Karobaum. Und der wächst hier schön. Das seht ihr hier gerade. Kann man sehr leicht abnehmen vom Baum. Aber es liegen auch schon sehr viele auf dem Boden. Ich sammle die gerne auf dem Boden. Weil da hält die Natur. Und die Tour ist fast ganz voll. In der Tüte ist schon fast alles randvoll, aber es gibt noch mehr. Und ja, schmeckt sau lecker. Ich habe gestern 20 Stück gegessen. Naturqualität. Komm wieder zu Dorfstraße G, coming back. Ja, ich bin nackt. Warum? Weil diese Sonne unglaublich wichtig ist für den Penis und für die Scheide selber. Ja? Denn dadurch kannst du dein Dingster, dein Orgasmus erhöhen, deine Testosteron-Level, dein Östrogen-Level, ja, das ist Hammer, das Gefühl, ja, das ist Hammer, das fühlt sich Hammer an. Nacktheit, ja, wozu denn sich verstecken vor Nacktheit, ja, man soll nackt sein, ja, weil Kleider machen unschön und Nacktheit ist eine wunderschöne Kraft, ist wunderschön auch äußerlich, ja, darum seid nackig und nimmt diese Sonne auf euch wahr. Guck mal, ihr seht hier die weißen Stellen. Vielleicht seht ihr das nicht, weil ich das zensiert habe, das Video. Ja? Aber hier, der ganze Körper ist braun, komplett braun. Aber hier ist er weiß. Ja? Deswegen hier, die Scheide und der Penis sind der wichtigste Part. Ja? Dass die frei sind mit voller Sonne. Ja? Darum bin ich hier gerne nackig. Hier habe ich auch die Natur. Hier. Warum ist die Sonne so wichtig? Ja? Die Sonne ist so geil. Weil es fühlt sich so wie innerer Sex an. Ja? Das heißt, an der Körperstelle, am Penis oder an der Scheide steht nur eine halbe Stunde. Ich habe eine halbe Stunde mein Qi gemacht, 30 Minuten lang, in der Sonne hier oben. Und das war ein gigantisches Gefühl, Alter. Ich dachte mir, was kribbelt da wieder im Schwanz oder, ja? Oder in der Muschi oder irgendwo. Ja? Das ist wunderschön, dieses Gefühl. Ja? Da kribbelt was wieder. Ja? So muss sich das anfühlen. Ja? Wenn die Sonne nicht da ist und nur Schatten da ist, dann entsteht was? Ja, Impotenz. Ja? Durch den Schatten entsteht Impotenz und es entstehen Krankheiten hier in diesem unteren Bereich. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass der untere Bereich nackt ist und nicht unnackt ist. Ja? Darum ist es wichtig. Ja? Dein ADG, stay tuned, mach's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu Doppelsprossen, ADG, Kevin G. Wir fahren jetzt den Plateau, den Latia Plateau, 2300 Höhenmeter hoch. Und noch ein weites Stück. Und ja, fahren hier gerade in der Sonne. Wunderschöne Natur und Power pur. ADG, KMG. ADG von der Dorfstraße. Und hier ist gerade ein Mandelbaum. Hier ist die Mandel. Und hier seht ihr gerade perfekte Mandel. Die sind schon alle offen. Kann man perfekt sammeln jetzt. Und wir werden jetzt noch ein paar sammeln. Die meisten sind schon offen und ja, sind so ganz kleine Mandeln. Können wir auch leicht öffnen schon. Ja, die habe ich auch auf La Palma gesammelt. Genau.
Sehen aber gut aus. Ne, die kannst du nicht so öffnen. Ja, muss machen. Man mit dem Hammer machen. Aber trotzdem, hier Mountain, nice. Hier oben in den Mountains. Und da hinten ist der höchst. Der Plateau de Latisa. Ja, Latisa. Nicht der höchste Berg. Wir sind da jetzt nicht hochgefahren, aber. Wir sind schon. Die Camp Design bei der City. Solche leckere Feigen habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Unglaublich. Was für eine. Wie Honig, gell? Wie Honig schmeckt das, genau. Und klebt auch so wie Honig. Da noch. Die sind aber hart. Servus, liebe Leute. Hier ist der Ali G von den Doppelsprossen wieder coming back, ja. Und ich erzähle mal kurz ins Review von den vier griechischen Inseln: Mykonos, Naxos, Santorini und jetzt die letzte Insel Kreta, ja. Und mal gucken, ob es noch weitergeht. Aber ich denke mal, vier griechische Inseln sind richtig geil gewesen. Die zwei waren am geilsten, Naxos und Kreta. Jetzt aktuell Kreta finde ich auch richtig geil, ja. Aber Naxos war auch richtig geil. Mykonos, Santorini sind sehr Touristen, ja, beklagt, sag ich mal. Zu viele Touristen auf jeden Fall. Das ruhiger finde ich Naxos und ja, Kreta. Angenehmer ist es eigentlich von der Stimmung. Mykonos geht auch gerade noch so, da findest du wenigstens noch einsame Plätze, aber sonst Santorini ist Katastrophe, sag ich nur, ja. Darum Santorini würde ich euch gar nicht raten, ja. Aber ja, ihr seht hinter mir die Palmen, schön. Und ja, genießt den Urlaub noch. Und natürlich auch hart am Arbeiten, natürlich für meine Freiheit, finanzielle Freiheit, wie immer. Ja. Du musst hart arbeiten, an dir selbst, fürs Geld, du musst für deine Philosophie arbeiten, für alles hart arbeiten, ja. Ganz wichtig. Dein Ali G, mach's gut, stay tuned. Servus, liebe Leute, hier ist wieder der Ali G von der Doppelsprosse und ich bin hier im schönen Wald von Chania, aber eher weiter nach oben, schon in den Bergen. Und hier ein schöner Fluss, schöne Bäume, wie im Urwald bin ich jetzt hier gerade. Und ja, fahre jetzt gleich die Berge hoch selber und genieße das schöne Wetter. Sonnige Wetter. Sonne gibt dir Power, Wasser das Element und hier ist schöne Ruhe. Was für eine Ruhe. Früher hatten wir gar nicht die Stadt gehabt. Früher hatten wir nur Natur gehabt und wir gehen wieder zurück in die Back to the Roots. Wir gehen wieder zurück in die Natur und heilen uns damit wieder. Ja, deswegen hier die Sonne, hier oben strahlt sie wieder. Und ja, genau. Ali G ist set. Bye bye, stay tuned. Hey, hey. Servus, liebe Leute, ihr glaubt mir nicht, was ich hier gefunden habe. Avocado, einfach hier draußen in der Natur. Sind noch nicht ganz reif, sind noch sehr hart selber, aber hier ist ein ganzer Avocado-Baum. Der ist brutal groß hier. Und hier sind noch viele weitere Avocados. Sind halt noch nicht reif, aber richtig krass hier, was man hier findet im Wald, in der Natur. Ich habe schon so viele Zitronenbäume gesehen, Orangenbäume auch. Ja, richtig geil, was für Avocado-Bäume. Hier zum Beispiel oben auch nochmal. Und ganz tief hier in der Natur auch noch ganz drin alles. Ja, richtig geil.